Full HD bietet bei einer Auflösung von 1920x1080 insgesamt 2.073.600 Pixel, WQHD 3.686.400 und bei 4K sprechen wir bereits von 8.294.400 Pixel. Warum erzähle ich euch das? Ich möchte euch heute passend zur Holiday Gaming Season drei verschiedene Systeme vorstellen, die darauf ausgelegt sind, aktuelle Spiele in Full HD, WQHD oder 4K mit einer ordentlichen Anzahl an Bildern pro Sekunde bzw. Frames per Second darstellen zu können. Dabei spielt die Größe des Monitors eine große Rolle, ob man die Darstellung seiner Spiele als scharf empfindet. Stichwort Pixels per Inch. Pixels per Inch, kurz PPI, ist das erste Maß dafür, wie scharf dir ein Bild erscheint. Denn wie detailliert ein Bild tatsächlich ist, hängt nicht nur von der reinen Auflösung deines Monitors ab, sondern auch von der Größe und der Ausleuchtung des Bildschirms. Was ist damit gemeint? Full HD auf einem 24 Zoll Monitor bietet in der Regel eine bessere Schärfe als 32 Zoll bei gleicher Auflösung. Natürlich macht die gleiche Anzahl an Pixeln auf einem großen oder kleinen Monitorpanel einen deutlichen Unterschied für deine Augen. Wenn dein Monitor 27 Zoll oder kleiner ist und du nur ein begrenztes Budget zur Verfügung hast oder wenn du einfach relativ viele FPS für dein Geld haben möchtest, dann ist Full HD oder 1080p wahrscheinlich das Richtige für dich. Wenn dein Monitor 27 Zoll oder größer ist und du eine gute Mischung aus Leistung und optischer Qualität möchtest, dann bist du mit WQHD bzw. 1440p gut beraten. 4K bietet im Vergleich zu Full HD fast die vierfache Pixelanzahl und damit das schärfste Bild und ist auch für Monitor jenseits der 32 Zoll geeignet. Natürlich hat die Grafikkarte bzw. CPU wesentlich mehr Pixel zu berechnen und zu rendern, weshalb hier natürlich das perfekte Zusammenspiel deiner High-End-PC-Komponenten gefragt ist. Einige werden hier aber direkt ihr Veto einlegen und sagen, hey, ich kenne hier den und den Profi im E-Sport bzw. Streamer, der hat ein Monster-Setup, aber spielt auch nur auf Full HD. Gerade im E-Sport und Streaming-Bereich ist Full HD noch sehr verbreitet. Es ist nicht so ressourcenhungrig wie WQHD und 4K. E-Sportler wollen maximale FPS, da spielt die Auflösung nur eine untergeordnete Rolle. Streamer müssen beachten, dass das Spiel an sich in einer guten Framerate läuft und gleichzeitig andere Programme bzw. Apps wie zum Beispiel OBS parallel laufen können müssen. Also, drei Systeme. Bei der Zusammenstellung der Systeme haben wir darauf geachtet, dass wir mit aktuellen Spielen die 60 bis 100 FPS erreichen, mindestens. Gleichzeitig empfehlen wir nur aktuelle Sockelplattformen von Intel in Form von LGA 1700 oder AMD mit ARM5, damit das System zukunftssicher und somit problemlos aufrüstbar ist. Besonderen Wert legen wir auch auf das passende Netzteil, denn es sollte neben der nötigen Leistung auch alle passenden Anschlüsse bieten, um bei einem System- oder Komponentenwechsel für die Zukunft auf der sicheren Seite zu sein. Alle von uns empfohlenen Netzteile bieten neben allen notwendigen Anschlüssen auch den ATX 3.0 Standard, sodass man auch auf Grafikkartenseite auf der sicheren Seite ist. Natürlich verlinken wir zu allen BeQuiet-Komponenten die passenden Produktvideos, damit ihr euch noch ein genaueres Bild machen könnt. Und aufgepasst, im Anschluss an dieses Video gibt es ein passendes Gewinnspiel. Schaut einfach in der Beschreibung unseres ersten Kommentars nach, dort findet ihr den Link zur Verlosung. Mitmachen können natürlich alle unsere Fans. Beginnen wir also mit dem Full HD System. Hier ist anzumerken, dass wir bei dieser Auflösung die meisten Frames per Euro bzw. Dollar bekommen. Bei der Auswahl der Komponenten achten wir besonders auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Basis ist das allseits bekannte Purebase 500 FX, ein Klassiker unter den Kompaktgehäusen mit vorinstallierten Lightwings. Dazu gesellt sich das passende B650 Mainboard von MSI mit ARM5 Chipsatz und einem preis-leistungsstarken Ryzen 5 7600 in der X-Variante. Gekühlt wird diese CPU von unserem BeQuiet Pure 2 Luftkühler. Neben ordentlicher Kühlleistung bietet der verbaute Lightwing ARGB, der sich mit dem Mainboard oder dem 500FX synchronisieren lässt. Flankiert wird sie von einer AMD Radeon 7700 XT, eine Grafikkarte, die genügend Leistungsreserven für den Full HD Betrieb bietet. Gespeichert werden sowohl das Betriebssystem als auch eure Spiele auf einer 1TB M2 SSD, die für kürzere Ladezeiten von Windows und euren Spielen sorgt. Dazu gibt es noch 16 GB Arbeitsspeicher. Abgerundet wird das ganze System natürlich mit einem PurePower 12M mit 750 Watt, denn ein zuverlässiges Netzteil wird euch bei euren Upgrades noch viele, viele Jahre begleiten. So erreicht ihr in gängigen Spielen wie League of Legends über 150 FPS, Valorant bei Medium Details 400 FPS und auch grafisch aufwendige Titel wie Star Wars Jedi Fallen Order können mit leichten Abstrichen im Detail immer noch flüssige 100 FPS erreichen.
Euer Budget ist größer, ihr wollt Monitore jenseits der 27 Zoll bespielen und mehr Grafikqualität und Detailreichtum in euren Spielen, dann steigt auf WQHD um. Das im Vergleich zu Full HD schärfere und detailreichere Grafiken bietet, aber natürlich auch mehr Rechenleistung von der GPU und auch von der CPU verlangt. Mehr Rechenleistung bedeutet wiederum auch höhere Anforderungen an die Kühlung und Stromversorgung des Systems. Airflow ohne Ende bietet hier unser Shadowbase 800 FX. Mit 4 vorinstallierten Lightwings seid ihr out of the box sehr gut versorgt. Und meiner Ryzen 7 7800X 3D und der AMD Radeon RX 7900XT die passende Kühlumgebung zu bieten. Gekühlt wird die leistungsstarke CPU mit dem Darkrock Elite, unserem Flaggschiff in Sachen Luftkühlung. Dieser ist für höchste Performance und besonders leistungsintensive Berechnungen und Wärmespezifikationen von High-End-CPUs perfekt gerüstet. 32 GB DDR5 RAM und 2 TB M2 SSD sorgen auch hier wieder für einen zusätzlichen Puffer beim Zwischenspeichern von Dateien und auch hier werden wir von verbesserten Ladezeiten profitieren. Um auch dieses System effizient mit genug Strom zu versorgen, wählen wir hier unser StraightPower 12 1000 Watt. Dieses bietet selbst unter Volllast noch genug Reserven, sodass Powerdraws auch bei zukünftigen Upgrades gar kein Problem darstellen. In dieser Konfiguration erreichen wir bei Spielen wie League of Legends wiederum immer noch über 200 FPS, bei Valorant 400 FPS und bei Jedi Fallen Order um die 80 FPS mit Medium Details. Für unser 4K-System haben wir uns dieses Jahr mit Manu von Hardware Deal zusammengetan. Dieser stellt uns sein eigen zusammengestelltes System zur Verfügung. Wir bauen heute wieder einen Gaming-PC. Eine richtige 4K-Gaming-Maschine hat auch Workstation-Qualitäten. Und das Allerbeste daran, ihr werdet das Teil gewinnen können, und zwar insgesamt 7-mal. Ja, ihr habt richtig gehört. Dieses ganze Paket hier gibt es insgesamt 7-mal zu gewinnen. Und wenn ihr einer der Glücklichen sein solltet, die den PC gewinnen, dann bekommt ihr eben nachher ein Paket mit allen Komponenten, die ihr hier heute sehen könnt, und dürft den PC dann auch selbst zusammenbauen. Auf jeden Fall wird das Teil hier ein absolut krasser Gaming-PC. Eine richtige 4K-Maschine. Mehr Gaming-Leistung ist aktuell eigentlich nicht möglich. Wir haben hier die stärkste Gaming-CPU drin, die es aktuell gibt, und auch die stärkste Gaming-Grafikkarte. Also wenn ihr so ein Teil gewinnt, dann habt ihr auf jeden Fall mal die nächsten Jahre gaming-mäßig ausgesorgt. Herz von dem PC ist diese CPU hier, kommt von AMD, ist ein Ryzen 9 7950X 3D, 16 Kerne, 3D V-Cache und aktuell die schnellste Gaming-CPU, die es da draußen gibt. Zur Seite steht dem PC, ihr seht es wahrscheinlich die ganze Zeit schon, natürlich eine RTX 4090 von Nvidia. Zur 4090, ich glaube, ich muss da nicht wahnsinnig viele Wörter zu verlieren. Ist halt einfach die schnellste Gaming-Grafikkarte, die es aktuell gibt. Absolutes Monster. Damit kann man eigentlich so gut wie jedes Spiel in 4K-Auflösung flüssig spielen. Und mehr Leistung gibt es aktuell halt einfach nicht. Ansonsten nochmal ganz kurz hier alle Komponenten im Überblick. Wir haben natürlich RGB-Arbeitsspeicher, ein 32 GB DDR5-Kit mit CL30. Dann haben wir eine 2 TB SSD. Ich denke, die sollte wahrscheinlich für die meisten Anwendungen und Spiele genug Platz bieten erstmal. Wir haben ein wirklich gutes Mainboard und auf jeden Fall auch ausreichend bemessen für unsere CPU hier. Und ansonsten, wer hätte das gedacht, gibt es natürlich jede Menge Be Quiet Komponenten. Den Anfang macht natürlich unsere CPU-Kühlung. Wir haben hier eine All-in-One-Wasserkühlung, und zwar die PureLoop 2FX von Be Quiet, 360 mm Radiator. Und ihr wisst ja, die X3D CPUs sind ja ein bisschen sparsamer, ein bisschen effizienter. Dafür sollte diese All-in-One-Wasserkühlung auf jeden Fall ausreichend sein, um den PC kühl und natürlich vor allem auch leise zu halten. Damit bei uns auch alles ausreichend mit Strom versorgt wird, gibt es bei uns auch noch ein Dark Power Pro 13, und zwar mit 1300 Watt, falls ihr vielleicht noch eine zweite 4090 einbauen wollt. Auf jeden Fall mehr als ausreichend für den PC hier. Aktuell wirklich eins der besten Netzteile, die es überhaupt gibt. Mit 1300 Watt natürlich Overkill für das System, aber wie gesagt, eins der besten Netzteile, super leise, und ich denke, darauf soll es bei dem PC hier auch ankommen. Da sich bei Be Quiet natürlich alles auch um das Thema Lautstärke dreht, gibt es insgesamt auch nochmal 3 Lüfter zusätzlich. Wir haben hier die neuen Silent Wings Pro 4. In der 140 mm Variante, falls ihr in das Gehäuse noch zusätzliche Lüfter einbauen wollt. Da sind, glaube ich, schon 3 Lüfter drin installiert, werden wir uns später aber noch genauer anschauen. Auf jeden Fall sind noch 3 zusätzliche Lüfter mit bei dem Set dabei. Was auch dabei ist und natürlich auch optional ist, wir haben hier ein Riser-Kabel von Be Quiet, falls ihr eure Grafikkarte später vertikal einbauen wollt. Und das Gehäuse, von dem wir die ganze Zeit sprechen, ist dieses hier. Und zwar ist es das Be Quiet Dark Base Pro 901. Eins der krassesten Gehäuse, die es aktuell gibt. Das Teil ist super modular aufgebaut. Damit kann man eigentlich echt alles machen. Ihr könnt sogar das ganze System um 180 Grad drehen und invertieren, falls ihr es auf der anderen Seite vom Schreibtisch stehen haben wollt. Heute soll ja keine Zusammenbauanleitung werden, deswegen nehmen wir euch einfach mal beim Zusammenbau ein bisschen mit. Danke, Manu. Wenn ihr mehr von dem 4K-System sehen wollt, dann schaut doch beim Video von Hardware Deals vorbei.
Dort wird euch nicht nur der ausführliche Zusammenbau gezeigt, sondern wird auch die Performance und das Design erklärt. Bei dieser Hardware dürfen natürlich die passenden Spiele nicht fehlen. Jedem System, das wir verlosen, legen wir auch noch einen PC Game Pass Code bei. Mit dem PC Game Pass erhalten wir nicht nur brandaktuelle Spiele wie Forza Motorsport oder Cities Skylines 2 am ersten Tag, sondern erhaltet auch exklusive Boni und Vorteile in League of Legends oder Valorant. Und wisst ihr was? Ständig kommen neue Spiele hinzu. Wir hoffen, dass ihr durch dieses Video einen guten Überblick über aktuelle Builds bekommen habt, damit ihr in eurer gewählten Auflösung entspannt drauf losladen könnt. Bis bald und viel Erfolg beim Gewinnspiel!